Hallo alle zusammen. Sehen Sie, wie Sie die folgenden Fehler zu beheben. Bei der Aktualisierung von Windows-Betriebssystem. Diese Fehler treten auf, wenn Sie versuchen, die Version oder das Release des Betriebssystems zu aktualisieren und wenn Sie auf Windows 11 aktualisieren. Bei Upgrades treten bei vielen Windows-Benutzern diese Fehler auf. Dies tritt auf, wenn Sie versuchen, ein ausstehendes Update auf normalen Weg und über den Update-Assistenten zu installieren. Update-Fehler sind sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 aufgetreten. Im folgenden Video zeige ich verschiedene Methoden, um diesen Fehler zu beheben und Ihr Betriebssystem auf die neuesten Versionen zu aktualisieren. Die Gründe, warum solche Fehler auftreten können, sind folgende. Fehler im Windows Upgrade Center, eine beschädigte Systemdatei, defekte Windows Update Komponenten, ungültige Sprecher der Region, ein VPN oder Proxy-Server steht in Konflikt mit dem Windows Update Center. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Methoden in der angegebenen Reihenfolge anwenden. Methode 1. Ausführen der Problembehandlung des Windows Update Center. Windows 10 und 11 enthalten eine ziemlich robuste Windows Update Problembehandlung, die das Problem einfach automatisch beheben kann. Um das Tool in Windows 10 auszuführen, öffnen Sie Start, Einstellungen, Update und Sicherheit. Problembehandlung, erweiterte Problembehandlung, Windows Update Center, Problembehandlung ausführen. Öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen, Systemproblembehandlung, andere Tools zur Problembehandlung, Windows Update Center, Problembehandlung ausführen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn die Fehler weiterhin bestehen, fahren Sie mit der zweiten Methode fort. Methode 2. SFCC und Disk-Scans durchführen. Wenn Sie von der Windows-Update-Komponente verwendete Dateien beschädigt werden, kann die Update-Installation verschlagen. Durch Scannen und Wiederherstellen von Systemdateien können Sie diese Fehler beheben. Unter Scan-Tools ausführen, öffnen Sie eine Befehlszeile als Administrator. In der Suche schreiben Sie cmd als Administrator ausführen. Gehen Sie als nächstes den folgenden Befehl ein. Anmerkung. Schließen Sie nach dem Start des Scans das Fenster nicht und starten Sie den Computer nicht neu, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu weiteren Fehlern kommen. Wenn der Scan abgeschlossen ist, schließen Sie die Befehlszeile und starten Sie Ihren Computer neu. Versuchen Sie dann erneut, das Update zu installieren und prüfen Sie, ob es erfolgreich war. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie den nächsten Disk-Scan durch. Anmerkung: Um dies auszuführen, müssen Sie eine stabile Internetverbindung haben und eine Kopie der beschädigten Dateien wird aus dem Netz heruntergeladen. Wenn der Disk-Scan abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu und sehen Sie nach, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, gehen Sie zur nächsten Methode über. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Methode 3. Windows Update Center Komponenten manuell zurücksetzen. Wenn die vorherigen Methoden nicht funktioniert haben, versuchen Sie, die Windows Update Komponenten manuell zurückzusetzen. Um alle Windows Update Komponenten zurückzusetzen, starten Sie eine Befehlszeile als Administrator und führen Sie die folgenden Befehle nacheinander aus.
Schließen Sie dann die Befehlszeile und starten Sie den Computer neu. Prüfen Sie, ob der Fehler verschwunden ist. Methode 4. Ändern Sie die Sprache der Region. Erstellen Sie heraus, dass eine falsch eingestellte Region die Ursache für diesen Fehler sein kann. Öffnen Sie Einstellungen, Zeit und Sprache, Region. Gehen Sie dann zum Menü rechts und ändern Sie. Wählen Sie das gewünschte aus der Drop-Liste Land und Region aus. Stellen Sie dann unten sicher, dass Sie das empfohlene Regionsformat verwenden. Öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen. Zeit Sprache. Sprache Region. Wählen Sie die richtige Region und das richtige Format. Starten Sie anschließend Ihren Computer neu und suchen Sie nach einem Update. Methode 5. WP oder Proxy Provider entfernen. Dieses Update-Problem könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass ein VPN-Client oder Proxy-Server vom Windows-Update-Server nicht akzeptiert wird. Um eine Anwendung zu deinstallieren, öffnen Sie Einstellungen, Anwendungen. Suchen Sie das in Konflikt stehende VPN oder Proxy in der Liste, wählen Sie es und klicken Sie auf Löschen. Um Anwendungen zu deinstallieren, öffnen Sie in Windows 11 Einstellungen, Anwendungen, Anwendungen und Funktionen. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Programm und wählen Deinstallieren. Prüfen Sie nach der Deinstallation der Programme, die die Installation von Update blockiert haben, erneut, ob dieser Fehler weiterhin besteht. Methode 6. Löschen des Cache-Ordners des Update-Centers. In diesem Ordner Software-Distribution werden vorübergehend wichtige Update-Dateien gespeichert, die Windows für die Durchführung von Updates benötigt. Führen Sie als Administrator die folgenden Befehle in der Befehlszeile aus. Zum Anhalten des Windows-Updates-Dienstes und zum Anhalten des Hintergrundübertragungsdienstes. Öffnen Sie dann einen Explorer und navigieren Sie zu C. Markieren Sie den gesamten Inhalt des Ordners und drücken Sie die Del-Taste. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung und starten Sie die Dienste neu. Methode 7. Ein fehlgeschlagenes Update manuell installieren. Sie können das Update manuell herunterladen und installieren. Dies ist hilfreich, wenn der Fehler durch ein Microsoft Update-Programm verursacht wird. Öffnen Sie Ihren Browser und folgen Sie dem Link zum Download-Verzeichnis für Microsoft Updates. Suchen Sie dann in der Suchleiste in der oberen linken Ecke des Bildschirms nach einem Update, das mit einem bestimmten Fehlercode nicht funktioniert. Laden Sie das erforderliche Update herunter. Geben Sie dann zu Ihrem Download-Ordner. Suchen Sie das heruntergeladene Paket und führen Sie die Installation der Datei aus. Methode 8. Upgrade von Windows 10 mit dem Windows 10 Upgrade Utility. Wenn Sie die Version 10 aktualisieren müssen und die vorherigen Methoden nicht geholfen haben, verwenden Sie das Windows 10 Upgrade Dienstprogramm. Sie können es von der Microsoft-Website herunterladen. Führen Sie das Dienstprogramm als Administrator aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren. Damit wird der Aktualisierungsvorgang gestartet. Der Computer kann während des Aktualisierungsvorgangs mehrmals neu starten.
wichtig. Bitte beachten Sie, dass diese Methode zu einer sauberen Installation des Betriebssystems führen kann. Alle Ihre Programme werden gelöscht und Ihre Benutzerdokumente werden in Ordnung Windows Auth gespeichert. Methode 9. Aktualisierung mit dem Dienstprogramm Media Creation Tools. Wenn alles andere verschlägt, laden Sie das Tool Windows Media Creation herunter und versuchen Sie, Windows mit diesem Tool zu aktualisieren. Es lädt ein frisches Windows ISO Image herunter und übernimmt die Dateien aus diesem ISO und Ihr Windows zu aktualisieren. Laden Sie das Dienstprogramm von der Microsoft Website herunter, führen Sie es aus, wählen Sie hier diesen Computer jetzt aktualisieren und klicken Sie auf Weiter. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist und prüfen Sie, ob das Windows-Komponenten-Update installiert wird. Methode 10. Durchführen eines Patches einer sauberen Installation. Wenn keine der oben genannten Methode hilft, das Problem zu beheben, besteht die einzige Möglichkeit, ein Update zu erhalten, darin ein System-Reset durchzuführen. Bei diesem Verfahren werden alle Windows-Komponenten zurückgesetzt, persönliche Daten wie Fotos, Videos, Bilder und Anwendungen werden jedoch gespeichert. Wir haben bereits ein ausführliches Video auf unserem Kanal. Ich sehe den Link in der Beschreibung. Eine ebenso wirksame Methode wäre die Durchführung einer sauberen Installation. Beachten Sie jedoch, dass dies zum Verlust aller personenbezogenen Daten führt. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss.